Alpine Volksmusik und klassische Musik haben sich gestern Abend im Innsbrucker Kongress als fulminante Paarung erwiesen. In der Konzertreihe Symphonic Alps spielt das Herbert-Bixner-Projekt altbekannte Stücke auf völlig neue Weise. Und das unterstützt vom 70-köpfigen Tonkünstlerorchester aus Niederösterreich. Diese klanggewaltige Mischung hat für viel Begeisterung gesorgt. Sie stellt die Profimusiker aber auch vor neue Herausforderungen. Es gibt keine Musikrichtung, die nicht zusammenpasst. Das ist, solche Barrieren gibt es nur im Kopf. Wenn man will, passt alles zusammen. Und solange es handwerklich gut gemacht ist und solange ein Arrangement passt und diese Musik keine Geschichte erzählt, kann man alles machen. Es ist ein bisschen eine andere Konstellation natürlich. Hier sind fixe Strukturen, es gibt eine Partitur. Man kann nicht so ein Solo zwei oder drei oder vier Runden spielen. Wenn wir zu viert spielen, sind wir sehr viel freier. Wenn eine fertig ist, gibt man Zeichnen, der andere geht weiter. Innerhalb dieser Arrangements improvisieren die vier jedes Mal anders. Das ist für mich unglaublich interessant, da zu stehen, zu wissen, es geht sich alles aus bis zum Schluss, aber wie das dann doch wieder zurück in die Form findet, das ist unglaublich spannend. Gut hinhören, das ist sehr wichtig, weil man muss alles im Blick haben, vom Dirigent bis zum Konzertmeister. Man ist sehr weit auseinander, der Schlagwerker ist fast 20 Meter weit weg. Den hört man wirklich später, als er eigentlich spielt. Und da daraus dann wirklich einen kompakten Klangkörper zu formen, das ist die Kunst dran. Eigentlich ist es so, dass wirklich, man kann fast sagen, zwei Dirigenten auf der Bühne sind. Da habe ich am meisten Bedenken gehabt, dass man da nicht zusammenkommt, weil es kann ja sein, dass jemand ganz andere Ansichten hat. Aber es funktioniert fast schon telepathisch. In diesem Fall ist doch ein bisschen anders, weil man kennt selber die Lieder. Im Grunde, man denkt, boah, wir brauchen gar keinen Einsatz, aber das brauchen wir doch. Wenn diese beiden Welten aufeinandertreffen, dann lernt man tatsächlich sehr viel voneinander. Ich glaube, wir aus dem klassischen Konzertbetrieb kommend lernen von jemandem wie Herbert Bixner einfach diese unglaubliche Freiheit, die es beim Musizieren braucht und letztendlich die Authentizität. Wir profitieren mehr von Orchester als die Orchester von uns. Da schmiert er uns jetzt Honig ums Maul. Ich glaube, es ist eher umgekehrt. Es macht so Spaß, denen zuzuschauen. Man sagt, man kann gar nicht da stehen und 1, 2, 3, 4 Mal und sagen, okay, das ist halt nicht meine Musik. Das ist schon wirklich Gänsehaut. Also das schiebt dann so nach vorne. Das ist so ein Klangkörper im Rücken zu haben. Ja, also das ist schon unbeschreiblich.